Tag auch Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario Sunshine. Wie ihr eben schon gesehen habt, habe ich jetzt auch die blaue Münze in Lido Sirena gefunden. Man muss irgendwie die Schränke anspritzen, ich weiß nicht genau, irgendwie ganz komische Sache. Naja, wie man sieht, wir sind auf der Insel schon, Yoshi habe ich schon freigeräumt, sodass wir gleich in diesem schönen Level weitermachen können. Wir nähern uns ja dem Ende inzwischen, das heißt auch dieses Level muss geschafft werden. Und das ist das Ziel für diesen Part. Mehr habe ich mir nicht mal vorgenommen für diesen Part. Also freut euch auf einen Haufen Tode. Na gut, wenn es schnell läuft, machen wir noch was anderes. Ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen, auch wie die roten Münzen genau liegen. Okay, die habe ich verpasst. Läuft ja schon sehr gut. Dann können wir uns hier theoretisch auch gleich umbringen. Mal ein bisschen anders. Wäre ja auch langweilig, wenn man immer im Wasser sterben würde, also... Ein bisschen Abwechslung muss ja schon sein. Ich werde mich jetzt wahrscheinlich direkt immer umbringen und gar nicht versuchen, irgendwie über den Rand zu laufen. Also immer sterben, sobald das Leben gesammelt ist. Oder als dann Münze im Anschluss verpasst wurde, nachdem das Leben gesammelt ist, weil wenn wir davor alle sammeln würden, dann brauchen wir uns dann nachher auch gar nicht umbringen. Ja, das war jetzt sehr schön getroffen. Wir haben gezielt einen Echtsprung. Nein, zu kurz. Ich hätte vielleicht etwas eher abspringen sollen, als wenn ich erst 20 Meter weggefahren bin. Ja. Ich bin aber immerhin froh, dass ich immer dieses Blatt treffe. Wobei, jetzt habe ich es gesagt, jetzt wird es gleich schief gehen. Ja, das kennt man doch inzwischen auch. Alles, was ich sage, geht schief. Also die hätte man jetzt kriegen können. Ich übe aber trotzdem quasi die anderen schon mal bis zum Leben zumindest nebenbei auch. Was? Also das Leben habe ich jetzt getroffen. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Tja. Das ist jetzt natürlich eine kleine Gemeinheit gewesen. Weil wir haben ja auch nicht mehr so viele Leben, muss man sagen. Wir haben nur noch 31 Stück. Wir sind so dringend angewiesen auf diese Leben. Und wir haben bis jetzt erstmal das erste Mal für heute alle 5 Münzen gesammelt hier vorne. Das sieht gut aus im Moment. Es sieht viel zu gut aus, wenn du mich fragst. Warum nehme ich mir denn so viel für einen Part, also wenig für einen Part vor, wenn alles sofort klappt? Das heißt ja, wir können sogar gleich noch ein bisschen mehr machen, weil jetzt lohnt es sich nun wirklich nicht, den Part schon zu beenden. Ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass wir hier schon eine ganze Zeit lang dran sitzen werden. Naja. Ist nicht geschehen, dann soll es uns auch nicht stören. Ja, wie man sieht, wir haben jetzt in Monte Bianco, Porto d'Oro, Playa del Sol, Parco Fortuna, Lido Sirena und Bahia Paradiso die 30 Münzen voll. Fehlt nur noch Plaza de la Palma. Und auch im Plaza de la Palma fehlen natürlich noch einige Insignien. Und das war es dann auch schon, im Grunde genommen, im Großen und Ganzen, mit den normalen Leveln. Und Nebenlevel von diesen kleineren, an sich unrelevanten Nebenleveln haben wir jetzt, glaube ich, auch alle durch mit dem ewigen. Das heißt, uns fehlt nicht mehr wirklich viel. Das habe ich jetzt schon öfter gesagt in den letzten Parts, aber langsam merkt man das Ende schon kommen. So, aber in diesem Level fehlt uns ja auch noch einiges. Uns fehlt schließlich hier noch mehr als die Hälfte der blauen Münzen. Und uns brauchen noch 10 Palmer, aber erstmal werden wir uns nochmal das Geheimnis der anderen Seite ansehen. Diesmal aber mit weniger Gesang und mehr roten Münzen. Und auch mehr blauen Münzen hoffentlich. Wir wollen hier natürlich auch noch ein paar finden vorweg. Weil ich glaube, in diesem Level gibt es noch ein paar Sachen, die man mit Yoshi machen kann. Erstmal natürlich ausweichen. Erstmal natürlich Poki töten.
Und natürlich One Palm abwatchen. Ganz wichtige Sache. Ich glaube hier irgendwo in diesem Grashaufen. Kann es sein? Pokey, sterb. Niemand mag Pokies. Danke. Da hinten ist ja auch schon. Jetzt haben wir genau die Hälfte in diesem Level schon. Das geht ja. Jetzt super toll voran auf einmal. Diese eine Münze macht natürlich einen Unterschied. Ich hoffe, Yoshi braucht da Ananas, weil ich sonst jetzt verkehrte Sachen mitnehmen. Weil ich denke, er braucht die Ananas. Es kann natürlich sein, dass es falsch ist, aber es ist garantiert falsch. So, wir sehen uns an, wie die Ananas hier komischerweise mal wieder sehr verrückt beschleunigt wird. Also alles so wie immer in diesem Spiel. Und hier ist mal wieder schöne Musik. Die Leute hier sind, wie alle anderen Palmas natürlich, immer gern am Tanzen. So, diese Bienen haben wir jetzt letztes Mal schon geholt. Aber es gab hier, glaube ich, noch ein paar mehr und es gab noch ein paar Schmetterlinge bestimmt. Diese Level. Es gibt an sich in jedem Level Schmetterlinge. Naja, nicht in jedem, aber in jedem, wo man halbwegs Yoshi braucht, würde ich behaupten. Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, in Nido Sirena gab es keine Schmetterlinge. Aber Nido Sirena ist natürlich eine Ausnahme, weil es auch ein Gebäude ist. Und hier oben hätten wir vielleicht eine Aussicht. Aber die Aussicht will uns niemand gönnen. Haben wir denn irgendwo Schmetterlinge? Hier vorne anscheinend nirgendwo. So, möglichst auf der Brücke landen. Keine Schmetterlinge und keine Bienen, weit und breit. Weil ich behaupte, da gibt es noch mehr Bienen. Wenn man die erinnere ich mich noch, die sind gar nicht mal so nett versteckt. Ich erinnere mich noch, dass sie sehr tödlich waren. Denn sie waren hier irgendwo, glaube ich. Genau, da unten. Und man kann ja natürlich dann durch die Bienenangriffe leicht sterben am Rand des Levels. Weil man halt sehr leicht mal runtergeschmissen wird. Und wir brauchen mal langsam unseren Yoshi zurück. Man sieht auch, es ist eine riesige Bienenhorde. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt extra viele sind im Vergleich zu sonst oder ob das jetzt tatsächlich die normale Menge ist. Aber es kommt mir irgendwie verdammt viel für eine normale Menge vor. Komm schon, die letzte. Danke sehr. An sich, man sieht, das ist auch eine sehr schöne Sache für die 100 Schmunzeln. Die Bienen nehmen einen da schon einiges ab an Münzsucherei. So, jetzt brauchen wir nur noch ein paar Schmetterlinge. Ach, hier sind sie auch. Das ist praktisch. Ich wollte gerade sagen, von hier oben haben wir eine schöne Aussicht. Hier finden wir sie bestimmt irgendwo in der Gegend. Und direkt auf unserem Aussichtspunkt sind sie. Das ist praktisch. Ach nö, ich wusste, dass das passiert. Ich wusste es. Und Yoshi kommt natürlich nicht raus. Oder? Nein. Das heißt, wir dürfen uns erstmal wieder ein bisschen ohne Yoshi amüsieren. Und müssen auf den nächsten Yoshi warten, da wir halt Yoshi für die Schmetterlinge brauchen. Für die Mission an sich brauchen wir Yoshi noch. Also haben wir noch ein bisschen was zu tun. Was machen wir denn in der Zeit, bis unser Yoshi wieder zurück ist? Ich würde sagen, wir sehen uns ein bisschen um. Einfach mal in dieser schönen Landschaft. Was hätten wir hier? Wir haben hier einen Typen. Wir haben hier eine blaue Münze. Ein Glück weiß ich solche Sachen noch von früher. Weil, ja, also, das ist auffällig, das Loch hier nass zu spritzen, aber einige andere Missionen sind schon sehr schwer lösbar, wenn man sie nicht schon kennt irgendwie.
So, dann suchen wir nochmal nach ein paar Ems. Ich glaube, wir haben noch nicht alle erwischt in diesem Level. Kommt mir zumindest so vor, weil ich irgendwie ganz viele in diesem Level in Erinnerung habe. Also, dass es viele waren. Und wir haben bis jetzt nicht gerade viele gehabt. Ist Yoshi ja wieder da? Nein, ist nicht. So. Ich meine, hier waren tatsächlich einige Ems. Aber, nö, ich sehe hier keine gerade. So, dann erklären wir nochmal die Palme. Von oben sieht man bekanntermaßen mehr als von unten. So, wir gehen möglichst hier hoch. Ganz einfach wegen der Aussicht. Also die Richtung, da hinten haben wir Pile del Sol da unten. Ich finde es echt praktisch, dass man auch, oder was heißt hier praktisch, ich finde es eigentlich gut gemacht, einfach nur, dass man halt auf die anderen Level auch mal rüber gucken kann. Letzte Sache, weil man dadurch halt noch mehr mitbekommt, dass wir ja wirklich alles auf einer Insel machen. So, das war jetzt natürlich knapp dem Tode entkommen. Schön mit dem Dreck weg abbremsen, damit wir nicht sterben. Und was machen wir denn noch, bis unser lieber Yoshi wieder da ist? Wir hätten ihn nicht so doll füttern sollen, weil jetzt braucht er ewig, bis er weg ist. Hätten wir ihn vorher nicht gefüttert, dann wäre er jetzt eh schon fast verhungert gewesen. Merken wir uns, Yoshi zukünftig verhungern lassen. So. Sehen wir uns mal hier unten etwas um. Irgendwo gab es hier unten eine einzige rote Münze. Ich weiß es noch. Eine gab es hier. Die Frage ist nur, wo? So, hier schon mal nicht. Aber unser Yoshi ist weg, wie man sieht, weil wir sind direkt bei dem Loch, wo wir Yoshi verloren haben letztes Mal. Das heißt, wir können uns mal ansehen, was er haben möchte. Und mit dem eigentlichen Programm weitermachen. So, wir hätten hier einmal Kokosnuss Spezial mit extra Kokosnussmilch. Ja, das ist natürlich in diesem Level immer schwer zu finden, weil in diesem Level das Obst so verstreut verteilt ist. So, Kokosnuss haben wir hier. Und zurück mit uns. So, und wir springen weiter durch die Gegend. Und freuen uns wieder auf unseren Yoshi, mit dem wir gleich mal auf Tour gehen werden. So, wir wollten da oben hin zu dem Obst wieder, weil dort unsere Schmetterlinge warteten. Unsere sind das, die sind ganz allein in unserem Besitz, die haben keinen eigenen Willen und gehören auch überhaupt nicht niemandem. Die gehören eindeutig nämlich uns, weil wir so toll sind. Ja. Das war knapp, mal wieder am Loch vorbei. Warte hier. Doch, ich habe sie noch nicht gesehen gerade. Aufgrund der Farbgebung. Die sind aber ungünstig von der Höhe her, wenn man immer springen muss. Und springen heißt oftmals hier runterfallen. So, jetzt waren sie ein bisschen tiefer. Einer noch. Ne, da hinten ist noch welche. Aber wir nähern uns dem Schmetterlingstod. Und ach nö, jetzt nicht mal im Ernst. Also hier ist ja nicht schlimm, könnte man jetzt sagen, weil die Baumünze haben wir, aber wir brauchen die nochmal gleich da unten, um ja in das Level reinzukommen. Das geschickt mich als Level erneut. Von daher brauchen wir unseren Yoshi noch einmal, von daher ist es natürlich ungünstig, dass er uns schon wieder abhanden gekommen ist. So. Wir gehen diesmal nach unten, um da unten noch ein bisschen zu erkunden. Ich würde sagen, wir gehen gar nicht nach da unten. Wir schauen uns erstmal an, wie viel haben wir. Wir haben 18. 9. Ich glaube, ich weiß etwa 10 davon. Gerade so im Kopf. Sieht jetzt irgendwie so aus, als würde ich viel wissen oder
So, aber nein, das ist nicht so. Es ist eigentlich kein Problem, die meisten davon zu wissen. Und warum, werdet ihr im nächsten Part sehen. So viel sei gesagt. So, und ich würde sagen, hier oben waren wir auch schon ein paar Mal jetzt. Hier oben ist eigentlich auch nichts mehr drauf. Aber ich bin trotzdem gern hier oben, ganz einfach des hier oben Seins wegen. So. Perfekt auf den Bürgermeister getroffen. Macht's mir nach, Leute. Ich schaffe es von der Palme oben mit einem Hechter direkt auf den Bürgermeister zu landen. Das ist auch ab heute eine Trendsportart, gegründet von mir. Mit einer jährlichen Weltmeisterschaft und ähnlichem. So. Für alle, die wissen wollen, was hier oben drauf ist, können wir auch mal eben abgrasen schon mal. Können wir nicht abgrasen, wenn das Spiel es nicht will. Machen wir es eben dann, wenn wir es sollen. Das ist nämlich erst im 8. Kapitel dran, dass wir da hochrennen. Tatsächlich erst am allerletzten. Das ist ein bisschen merkwürdig natürlich, dass es irgendwie hier so das Markenzeichen vom Level ist und dennoch erst im 8. Kapitel vorkommt. Ich meine, diese riesige Palme ist doch ja quasi das Markenzeichen von Plaza de la Palma, genauso wie die Kokosnüsse und extra Kokosnussmilch. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich darauf komme, auf diesen Zusatz mit extra Kokosnussmilch. Naja. Hauptsache, wir haben unseren Yoshi. Und freuen uns über das, ja, unser Lieblingsgeschicklichkeitslevel wieder, das gute alte Werferlevel. Man erinnere sich noch an gewisse letzte Parts, an denen wir überhaupt nicht, ja, lange Zeit daran verbracht haben, dieses eine einzige Level zu meistern. So, wir begeben uns wieder nach unten mit unserem guten alten Freund Yoshi. Und springen mal wieder von Pilz zu Pilz. So, wir öffnen das Level schon mal von hier hinten, damit wir auch, ja, notfalls ohne Yoshi rein können, aber wir schaffen es mit Yoshi. So. Und weil es so schön lief bis hierhin, würde ich sagen, beenden wir diesen Part an dieser Stelle und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, sag ich. Tschüss.